Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jo, damit sind wir wieder so ein bisschen im Game hier angekommen. Also zumindest ich bin so ein bisschen im Game angekommen, denn ich war des Games so ganz hart abwesend. Ist aber ja einfach meinem Leben geschuldet, so will ich es mal sagen. Und auch nachdem bei mir natürlich der Hype auf Rathaus Level 14 da war, habe ich denn doch irgendwo gemerkt, dass es an anderen Stellen so ein bisschen Defizite gibt, und die musste ich jetzt erstmal hart abbauen. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich immer wieder daran gedacht, Mensch, du musst mal wieder eine Aufnahme bringen, damit deine Leute, deine Zuschauer so ein bisschen auch am Ball bleiben bei dir und so ein bisschen natürlich den Status verfolgen. Allerdings bin ich jetzt mit fast allen Accounts erstmal nur Kriegszuschauer, weil ich auch ein paar Angriffe verpasst habe etc. Und wollte aber nochmal die Gunst der Stunde nutzen, um so ein bisschen, wisst ihr eigentlich, wie was hier geht. Also im Moment ist es ja so in der Szene, also ich habe heute Morgen schon mit jemandem drüber gesprochen, bei Clash of Clans, dass hier die Turniere ja aus dem Boden sprießen, wie, ich wollte gerade sagen, wie der Spargel. Der Spargel ist noch nicht ganz da, also er ist da, aber ist sehr teuer. Nur jeder Clan, jedes Genre, ob das GML ist oder DCM ist oder Kampf der Bundesländer etc., überall Turniere. Und wie kommt man denn eigentlich in diese Turniere ran? Also viele lesen das natürlich nur und denken sich, naja, eigentlich kann ich auch ganz gut angreifen. Warum soll ich mich dann nicht mal melden? Ne? Und ja, dann muss man natürlich immer so ein bisschen einen Fahrplan einhalten. Also es gibt in vielen Turnieren klare Regelungen, wie man sich dort anzumelden hat und so weiter, damit das Ganze auch, sage ich mal, so ein bisschen chaosfrei über die Bühne geht und jeder eigentlich genau weiß, welchen Part er im Spiel und auch vor allen Dingen im Discord. Also Discord ist dort Pflichtfreunde, da kommt ihr nicht rum. Und dementsprechend muss man in der Regel auf dem Discord des Turnierbetreibers sein, um natürlich am Turnier teilzunehmen. Liegt teilweise daran, dass dort über die IDs hochgemeldet wird und verifiziert wird vor allen Dingen. Dahinter stecken natürlich auch gewisse Banlisten und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema. Und also wenn jetzt so ein gebannter Spieler, der eigentlich, sage ich mal, in allen Ligen gebannt ist, sich dann dort meldet, dann kann man den über genau solche Methoden relativ schnell rausfiltern. Hat der Tät aber hier sehr, sehr gut gemacht gegen den Bahu, also auch hier im Clan Free-to-Play geht es noch ein bisschen weiter. Und ich heiße auf jeden Fall alle, die ich die letzten Tage nicht willkommen habe heißen, herzlich willkommen hier bei mir im Clan Free-to-Play. Und ihr seht, ich bin Kriegszuschauer, also bin hier mit meinem Rathaus 14, der auch ein bisschen, ja, also ich will nicht sagen ganz stehen geblieben ist, aber ich habe tatsächlich mal zwei Tage, glaube ich, oder fast drei Tage sogar mein Tablet in der Tasche gelassen, nachdem ich es irgendwo mal mit hingeschleppt hatte, und habe dann wirklich nur Minen und Sammler geleert. Ich habe hier nochmal alle Ressourcentränke ausgegeben, also ich habe nicht mehr den Rathausboost, Leute, sondern das ist jetzt schon Boost von den ganzen Ressourcepullen, die habe ich rausgeholt. Ich habe das Rathaus nochmal einmal hochgejammt, habe jetzt mittlerweile auch zwei, glaube ich, Kampfbauhütten, so will ich sie mal nennen. Heißen die eigentlich Kampfbauhütten? Ich hatte die hier so mittig postiert, nee, heißen immer noch Bauhütte, okay. Heißen immer noch Bauhütte, aber ihr solltet in jedem Fall wissen, dass es im Moment laufende Turniere gibt. Und wie kommt man da natürlich rein? Über die News, möglichst Client auf Deutsch stellen. In den englischen News seht ihr das natürlich nicht. Und hier oben prangert ja schon die Abrissparty. Jedes Jahr gibt es ja Abrissparty bei der GML. Und das Preisgeld beträgt 150 Euro. Ich glaube, ohne Preise läuft hier im Moment gar nichts. Also irgendein Anreiz muss natürlich da sein. Dass es in der Regel ein paar Euro sind, liegt einfach nahe. Damit kann man dann so umgehen, wie man es gerne möchte. Bei vielen Turnieren gibt es natürlich auch andere Sachen. Ob das jetzt Discord Nitro ist oder auch mal ein Goldpass oder ein T-Shirt oder was auch immer. Aber ich denke mal, das ist absolut in Ordnung, und ihr müsst immer im Hinterkopf haben, dahinter liegt jetzt nicht die Ultra-Professionalität und die Hammer-Geldgeber. Oftmals ist dieses Geld über private Zwecke gesammelt worden, und die Leute haben einfach hier Vertrauen in ihre Clans, in ihre Teams, und
Ihr seht das hier, Preisgeld, wie gesagt, 150 Euro bei der GML Abrissparty. Das Breakdown 3223. Rathaus 10 ist rausgeflogen, also es geht bei 14 los. 14, 13, 12, 11. Anmeldefrist, ihr habt noch ein bisschen Zeit. 11.04. bis 21.04. So lange auch nicht mehr, also haltet euch ran, wenn ihr dort mitspielen wollt. Der Start wäre dann 26.04. und auf dem Discord erfahrt ihr dann eigentlich auch alles rund um dieses dieses Turnier. Wir können mal reingehen, ob das auch wirklich funktioniert, denn manchmal funktionieren ja einige Sachen nicht, aber auch, glaube ich, hier auf dem Tablet müsste es eigentlich funktionieren, wenn ich hier draufklicke auf den GML, auf die GML Abrissparty, dann steht da zwar, dass ich schon Mitglied bin, ja, natürlich bin ich Mitglied, ist ein Einladungslink, der aber permanent gilt. Ich verlinke euch auch alle Einladungslinks nochmal unter diesem Video und ich nehme die Einladung natürlich sehr gerne an und im Moment seht ihr nicht, das ist hier vielleicht am Tablet so, aber wenn ich hier in die Ankündigung reingehe, dann sehe ich auch, um was es hier geht. Und wenn ihr hier in der Anmeldung drin seid, dann wisst ihr auch, ich glaube, über Links und Termine oder Orientierungsfax geht es hier so ein bisschen weiter. Letztendlich kann man hier natürlich Verantwortliche fragen, wo muss ich mich anmelden, wo geht es hier weiter. Und zum Discord-Server muss ich aber sagen, gibt es noch einen zweiten. Ich muss mal gerade gucken, ob der hier jetzt eine Rolle spielt. Der spielt hier im Moment, das war Season 7. Okay, der spielt hier, glaube ich, noch keine Rolle. Und aber hier unten seht ihr schon, für die GML Open konnte man sich anmelden. Abrissparty da unten, Info. Und dann geht das los. Die Regelwerke in der Regel verlinkt über Google Docs. Dort seht ihr in der, so wie ihr es so ein bisschen gewohnt seid, Spielpläne, Aufstellung der Teams und so weiter. Und also ist eigentlich eine coole Sache. Man kommt auch zurück nach Clash of Clans. Ja, man wird unter Umständen einmal neu angemeldet, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Und darunter das Turnier, das Rathaus 14 Turnier von Noobs, ist jetzt ein bisschen modifiziert um das Reward, aber das tut der Sache natürlich keinen Abbruch. Also auch hier gibt es wieder ein Turnier. Anmeldefrist ist auch in ein paar Tagen beendet und das Ganze geht dann, glaube ich, im April auch schon los hier. Ja, last but not least muss ich sagen, auch hier Discord-Server von Noobs müsste auch drin sein. Bin ich auch drin über die Streamer-Regel. Und es gibt aber dann auch noch einen anderen Clan, der das macht. Auch das will ich kurz mal bewerben. Das muss ich eigentlich sogar bewerben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es noch gar nicht beworben habe. Und zwar ist das unser Clan, nämlich auch der Clan Spätzle mit Soße, hat oder lässt ein Turnier stattfinden. Den habe ich hier ganz oben. Und auch hier seht ihr, dass der Discord schon ordentlich gefüllt wird mit Teams-Anmeldungen etc. Da hat man natürlich einiges von sich, sicherlich von anderen, ich will nicht sagen abgeschaut, aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Aber finde ich auch sehr, sehr gut. Und auch hier, das, was ich zu Anfang gesagt habe, ist es so, dass das komplett über das halt, hier müssen wir hin, über den privaten, ich sag mal, über private Fonds ausgetragen wird, ist wirklich krank, muss ich sagen. Und 750 Euro hat man nochmal einen draufgelegt, aber eigentlich ist natürlich die Spätzle mit Soßpackung der eigentliche Hauptpreis, oder? Sehr nett, eine Familienpackung, richtig lecker. Und ich glaube, die haben wir auch schon mal gehabt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ist schon sehr, sehr schick und wollte ich in jedem Fall auch nochmal darauf hinweisen, dass auch Spätzle mit Soße hier ein Turnierchen austrägt. Die Anmeldungen starten am 1.5. und dann geht das bis in den Mai rein. Ich meine, wir haben nicht mehr lange, dann ist Mai. Wir können aber gerade nachgucken, wann eigentlich tatsächlich Mai ist. Man braucht keinen Kalender, um zu wissen, wann ist Mai. Man braucht nur einen Pass. In 11 Tagen, 20 Stunden ist Mai. Und ich wollte, wie gesagt, nur noch mal darauf hinweisen. Also ihr wisst es jetzt, wie man sich wo hier anmeldet. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier unten dann noch ein bisschen weiterkommen. Ja, da gibt es die DCM, ist genau das gleiche Spielchen. Ja, im Moment muss ich allerdings sagen, höher, schneller, weiter. Also jeder will sich hier mit irgendwelchen Automatismen natürlich übertrumpfen. Ja, besser skripten als der andere und tollere Sponsoren ranziehen als der andere. Also der Konkurrenzkampf, so sehe ich das so ein bisschen aus meiner Brille, wo ich nicht
tief drin stecke oder so. Das ist ja jetzt nur meine Sicht als Streamer und als Spieler. Ist so ein bisschen, jeder will den anderen übertrumpfen mit noch mehr Trumpfen und mit noch mehr Automatismus, mit noch mehr Scripting. Ich meine, es muss einfach gehalten sein, deswegen ist das Scripting auch sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es dann in die eigentlichen Spiele geht, also in die eigentlichen Angriffe. Denn dort geht das gerade abends dann Schlag auf Schlag. Also da geht es richtig zur Sache. Und da muss man schnell Ergebnisse eintragen, schnell was hochladen, damit die nächste Runde und so weitergeht. Also das ist in jedem Fall notwendig, dass man das so macht und nicht anfängt irgendwie mit Zettel und Stift dann irgendwo versucht, das Ganze zu bewerkstelligen. Den nehmen wir mal mit hier. Ich habe noch alte Armee. Die Armee ist wirklich alt. Das ist nicht übertrieben, Leute. Die Armee ist wirklich alt. Ich nehme mal die Kaserne hier, da ist ja noch ein bisschen was anderes drin, sodass wir uns hier vielleicht so ein bisschen den dunklen Pott holen können. Schauen wir mal da am Magierturm. Ne, wir können am Bogenschützenturm eigentlich ganz gut reingehen, denke ich mal. Wir können am Bogenschützenturm ganz gut reingehen. Wir setzen hier auch mal einen King rein. Ich habe mich noch nicht großartig weiter jetzt mit den ganzen Pferdchen hier beschäftigt, beziehungsweise mit den ganzen Pets hier. Da habe ich mich wirklich noch gar nicht mit beschäftigt. Also gar nicht, will ich nicht sagen. Schon so ein bisschen, aber das wird auch alles ein bisschen dauern bei mir. Ist auch nicht so schlimm. Bin auch nicht mehr der jüngste, Leute. Da dauert sowieso immer, bis ich einige Sachen begreife. Ich sage dann auch immer Toto aufwachen. Das geht aber anders. Und aber das sieht noch ganz gut aus hier. Bock. Können wir hier eigentlich noch was durchheilen? Ja, wir nehmen den nochmal in Heilung hier. Scatter da. Oh, das geht doch ziemlich hart durch hier beim Rathaus 14. Ich habe, nachdem die letzten Videos gelaufen sind, habe ich nicht mehr so ultra viele Angriffe gemacht mit den Accounts hier. Allerdings, wo ist denn eigentlich meine Queen abgeblieben? Ach, die geht da außen, oder? Wo ist meine Queen? Hat die noch ihr Pferdchen? Ah ne, das Pferdchen ist schon hin. Okay, ah ne, da ist sie. Ganz verpeilt, okay. Ganz verpeilt. Macht sie noch ein paar Skelette. Okay, aber ja, haben ein bisschen Loot bekommen. Ich muss ja auch hart farmen jetzt die nächsten Tage. Werden mir jetzt gleich auch wieder die Kobolde ausbilden. Als dunkle Truppe. Nicht nur als Ausbildung, sondern es gibt ja auch einen Erfolg, dass man das möglichst oft machen kann. Und du kannst es halt nur alle 3 Tage zweimal machen. Und von daher habe ich die Truppe jetzt nicht. Dann forschen wir die mal weiter. Also nicht weiter forschen, sondern weiter verstärken. Okay, da gebe ich jetzt 25 für aus. Aber ihr wisst selber, die hat man auch recht schnell wieder drin. Alles klar. Also, Lebenszeichen von mir. Ihr wisst Bescheid. Meldet euch noch für die entsprechenden Turnierchen an. Ich werde euch die Discords, zumindest die 3, die ich ein bisschen näher vorgestellt habe, nochmal auch unten in die Beschreibung mit reinpacken. Und dann wünsche ich euch einen coolen Wochenstart. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht!